Jo, moin Leute, Browser XL hier, herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2. Ja, es gab gestern eine neue Folge, heute gibt es gleich die nächste. Sozusagen mein kleines, nachträgliches Weihnachtsgeschenk halt eben, weil ich am 24. aus naheliegenden Gründen dann doch ein paar andere Geschichten im Kopf hatte. Deswegen gleich zwei hinter dreien und ich habe halt eben auch einfach Bock auf dann jetzt mal ein bisschen weiter Bastelei und wir müssen mal eben schauen, weil ich habe hier keinen zweigleisigen Betrieb. Das gefällt mir nun, also es ist erstmal nicht so schlimm, es fährt sowieso nur ein ICE da in der Gegend rum, aber letzten Endes ist der Grund hier, weil wir hier in Freiburg einfach keine, wie auch immer, gearteten Hochgeschwindigkeitsgleise haben, die eine Weiche hätten. So, und deswegen bauen wir hier nochmal eben flott eine ein. So, passt doch. Hat das schon gereicht? Nein, hat es nicht. Wir brauchen natürlich noch ein Signal dazu. So, und jetzt ist es immer noch nicht der Fall. Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Für die Ausfahrt brauchen wir das eigentlich nicht. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir hier hinten das genauso wenig haben. Lass mich gerade eben kurz gucken. So, die fahren hier. Von der Schnellstrecke runter. Und jetzt sind wir immer noch nicht. Warum, 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 warum nicht? Das ist ja mal spannend. Ich kenne mich mit Signalsetzung und TPF einigermaßen aus. Das ist es nicht. Okay. Wahrscheinlich liegt es einfach nur an der Führung. Aber auch für sowas haben wir eine Antwort. Denn was wir hier so einfach machen werden, ist, wir nehmen kein Gebäude, sondern wir nehmen einen Wegpunkt. So, und wir gucken uns jetzt mal die Linie 7 ist das. So, und nach Freiburg im Breisgau marschieren wir hier über diesen Wegpunkt. Okay, er will mich verarschen. Vom Mainzer Nordbahnhof soll es da hingehen. Das kann nicht so schwierig sein, oder? Bin nicht bescheuert. Ach, natürlich. Das Problem ist eigentlich ein anderes, ne? Ich meine, diese Gleise hier gehen zwar so voneinander weg, das ist schon richtig. Okay, das ist unser Problem. Warte mal. Den nehmen wir erstmal wieder raus. So, ich habe hier jetzt diese beiden Gleise, die hier reinführen. So, das ist nämlich genau der Punkt, deswegen geht's nicht. Pass up. Prompt haben wir einen. Und sogar den brauchen wir nicht. So, wer sagt's denn? So, jetzt haben wir den dazugehörenden passenden Verkehr. Das sieht jetzt hier alles noch ein bisschen ulkig aus. Aber es tut. Das ist schon in Ordnung. Da muss ich dann nur nochmal überlegen, ob wir da vielleicht nochmal eine Runde da noch rumschraubsen. Okay, wunderbar. Alles klar. Das lassen wir jetzt erstmal so stehen. Was wir jetzt machen werden, ist erstmal per se diese Strecke ein bisschen verlängern und dann rüberführen nach Bremen. So, warum ist dem so? Oh, Bremen ist zu klein. Ah, Bremen ist zu klein. Ah, ja.
Das macht aber nichts, denn dann machen wir Folgendes. Bremen, neues Gebäude. Hochgeschwindigkeit mit Catenary, 320 Meter, zwei Gleise lang von ganz. Ich will hier jetzt mal sehr bewusst auf große Bahnhöfe tatsächlich verzichten. Mal gucken, was das wird. Also einfach nur vom Look, sag ich jetzt mal. So. Und dann schuppern wir hier mal einfach mal ein Referenzgleis hin. Sowas von auf die Eier. Wo kann ich dieses verdammte Debug-Modus? Ja, das habe ich auch. Kameratool will ich auch haben. Will ich auch haben. Will ich auch haben. Will ich alles haben. Ich will schlicht und ergreifend kein Guide-System aktivieren. Ist es das? Machen wir das mal weg. Habe die Schnauze voll von diesem blödsinnigen. Okay. So, dann gehen wir hier mal eine Strecke drüber. Das gibt eine Kollision. Okay. Womit denn? Oh. Aha. Ja, kann man machen. Und schon sieht das ganz schön kacke aus. Ne, das wollen wir dann nicht. Okay. Zippeln wir das hier mal so rüber. Machen mal so eine Brücke da drauf. Die ist ganz okay. Das lassen wir auch so. Wie es irgendwie geht. Der bringt uns gar nichts, wenn er so steht. Ich glaube, das ist okay so. Ich will da nicht zu sehr Sprungschanze haben, logischerweise. Deswegen machen wir Folgendes. Ich nehme hier mal ein paar Meter von der Referenzstrecke weg. Schon wird das Ganze dann hoffentlich noch ein bisschen ruhiger. Das nehmen wir erstmal so hin. Beziehungsweise gucken jetzt mal. Ein Dorn im Auge, wenn ich ganz ehrlich bin. Also machen wir das mal ganz anders. Ja, das ist auch kacke, oder? Nee. Das ist nicht, was der Papa möchte. Kann so schwierig sein. Zack. Und jetzt ziehen wir dieses Stück hin. Oh, geht schon, ne? Kann man machen. Okay, absaufen wollen wir nicht.
Das hat mir ehrlich gesagt in Transport Fever 1 ein bisschen besser gefallen. Aber wenn ich es richtig gesehen habe, ist die das Ufer hier ein bisschen höher. Aber hier ist die Strecke sowieso zu Ende, also von daher lassen wir die ruhig mal so tief. Und das hier jetzt nicht wieder aussieht wie so ein Skigebiet. Nee, ich glaube aber, das geht. Ja komm, nehmen wir mal so. Weil, ich sag mal, da fährt jetzt sowieso kein, wie auch immer, geartetes Schiff mehr. Ne, weil da müsste ich dann ja gleich den Hafen hinstellen und so weiter. Und die finde ich ja nun optisch auch nicht so toll. Dass ich hier eigentlich dann eher der Meinung bin, Häfen gehören versteckt, zumindest jetzt noch. Und dann passt das auch so. Den können wir tatsächlich mal so denn da lassen, das finde ich in Ordnung, weil das meiste können wir sowieso, glaube ich, dann an der Stelle mit können wir dann mit Dings regeln. So. So, okay, jetzt haben wir eine ein Stück Referenzstrecke bis dahin. Und jetzt müssen wir nur noch hier hin. So, da ist ein weiterer Fluss. Gehen wir erstmal ein Stück weiter. Ich glaube, ich werde sehr radikal tatsächlich hier dann durchbauen, in Anführungsstrichen. Im Sinne von, wir machen hier schon entsprechend eine Schneise. So, gleichzeitig legen wir mal den hier von hier drüben rüber. Das ganze Gerümpel hier. Depot schon weg. Und damit ich hier gut um die Werkzeugfabrik rumkomme. Das müsste so im Großen und Ganzen nämlich passen. Hier jetzt mal mein Glück versuche und die Strecke mal. Wie sieht das aus? Boah. Nein, das ist nein. Nee. So was gibt's nicht. So, und dann werden wir uns hier auf die gleiche Art und Weise da mal ranarbeiten und dann wird die Brücke längentechnisch sehr begrenzt werden. Das lasse ich glatt noch durchgehen, weil da kann ich mit dem Tool ein bisschen was machen. Der Fluss fällt hier ganz schön ab, ne? Das ist das Problem.
Dann machen wir hier jetzt halt eben mal so ein bisschen Verschiebereien. Da mache ich einen Korridor. Ich mache das jetzt nicht komplett. Das muss ja auch nicht sein. So, mal schauen. Damit sieht der nicht mehr ganz so wild aus, ne? So, wenn ich jetzt... Da ist er. Ja, okay, das ist in Ordnung. Das können wir so nehmen. Dann nehmen wir hier auch genau diese Brücke, weil die gefällt mir sehr gut. Dann haben wir hier halt eben eine etwas höhere Küste, das ist schon durchaus in Ordnung. So. Schon sieht das gleich wieder besser aus, ne? Ja, prima. Also hier nochmal diesen Knüppeldamm. Okay, prima. So, wunderbar. Wunderbar. So, jetzt haben wir die Strecke fertig. Das ist schon mal gut. Was ich jetzt möchte... Wir werden uns einerseits nochmal den Linienmanager für die Linie 7 greifen. Sie fährt von Mainz nach Freiburg. Haltestelle hinzufügen. Dann fährt sie wieder nach Mainz. Ich weiß, dass du gerade meckerst, weil du denkst, das ist alles total bescheuert. Aber lass den Papa doch mal machen. Dann klappt das schon. Okay, das ist so wunderbar. Das haben wir jetzt so laufen. Und wir machen jetzt nochmal eine neue Linie. Die einzig und allein zwischen Freiburg. Und Bremen-Paldover. So, und damit das Ganze so ein bisschen hinhaut, brauchen wir noch Signale. Da würde ich jetzt, glaube ich, gar nicht so viel machen. Einfach nur, dass wir ein paar Zonen haben hier. Und da geht das Ganze wieder zusammen. Prima. Und hier müssen wir jetzt mal gucken, dass wir hier auf jeden Fall... So, kommt hier angerauscht. So, der ballert durch. Zack, der geht auf das Gleis hier frei rein und macht den da. Damit wir hier dann halt eben den Zug anhalten können, damit er hier wartet. Der braucht aber eigentlich gar nicht dieses Signal, der wird über den Bahnhof. Der Bahnhof ist ja auch ein Signal, das hat sich ja nicht geändert. So. Und auch hier... setzen wir jetzt nochmal ein paar... Abschnitte, damit die Züge eigentlich relativ frei fahren können. So, hier ist dann wieder der und lass mal die Linie gucken. Okay, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Und jetzt hier habe ich den. Der geht in den zweigleisigen Betrieb. Also die blaue Linie hat das geschluckt. Jetzt muss ich nur noch gucken, dass sie auch hier am Bahnhof vorbeigeht. Ne? Wo ist er? Da. Hm?
bin ich denn Bescheid? So, da hat er die Strecke verlassen. Das ist gut. So, wunderbar. Er macht hier jetzt schön den Bogen. Alles tutti, alles klasse. Und warum ist diese verdammte Linie jetzt weg? Willst du mich veralbern? So. Das gibt's doch nicht. Ach da, da ist sie wieder. So. Der geht da auch auf jeden Fall über das Gleis. Also das ist in Ordnung. So, und jetzt muss ich nur wissen, warum willst du nicht... So, er geht hier raus. Das passt. Und das liegt wahrscheinlich wieder daran... Nö. Ach, obwohl, warte mal. Wahrscheinlich wird hier einfach nur... Ja. Das ist genau das, was gefehlt hat. Da fehlt ja einfach nur ein... Da fehlt einfach nur ein Dings. So, und was wir jetzt machen werden, ist den halt 3 legen wir fest auf... Gleis 5. Nein. Den legen wir fest auf 5. Den legen wir fest auf 4. So. Wunderbar. Schick, schick, schick. So. Wir haben den Einzug ja schon... Sehe ich den gerade irgendwo? Der ist gerade hier, das heißt, der wird da durchkommen. Super. Machen wir doch mal Folgendes. Und hängen hier einfach nur ein Depot kurz an. Dankeschön, und du gehst auf Linie. So, weil hier, warte mal, hier kommt ja jetzt der Neue, der fährt auf Linie 7, ne? Genau. Der rollt hier erstmal ein. Der fährt auf das Gleis, das ist richtig so. Und er müsste jetzt gleich sowieso komplett durchfahren, um dann... entsprechend dann auf die Linie 9 überzuwechseln. Genau, der fährt einfach nur durch. Prima. Der wird dann künftig hier das Durchgangsgleis benutzen. Wunderbar. Na, darauf doch erstmal ein Schlückchen. Das finde ich schon mal ganz gut. Okay, prima. So. Also. Dann... kommt das Ding hier jetzt erstmal wieder weg. Brauchen wir nicht mehr. So, und dann werden wir jetzt hier mal zusehen, dass wir dieses hübsche Gelände hier mal ein wenig dafür benutzen. Da
dass wir hier ein Bahnbetriebswerk mal hinbauen. Also schönen Abstellplatz und all solche Geschichten. Wobei die Wartungshallen und so weiter möchte ich ja schon gerne noch woanders haben. Die sollen ja nach mit da hinten, damit wir da halt eben auch ein bisschen was von dem einen Bereich zum anderen Bereich verschieben können. Und aber da gucken wir mal gleich mal. Mal genügen, würde ich sagen. Das passt auch ganz gut so. Prima. Okay, dann seien wir mal ein bisschen wild. Und damit das halt eben entsprechend nicht so schnell hier alles vonstatten geht, möchte ich natürlich auch Gleise haben, die dort ein bisschen langsamer sind. Das Blöde ist, irgendwie mit den Mods hau ich mir momentan halt eben alles so ein bisschen kurz und klein. Ich meine, das sieht man, ich hatte hier ursprünglich mal andere Schienen. Jetzt habe ich hier nur wieder diese. Muss ich nochmal gucken. Das ist noch nicht so ganz so wirklich schlau, was ich hier habe, aber das kommt schon noch. So, 120 Leute, das ist aber hier, guck mal hier, 80, das lasse ich nochmal gewähren. So, und dann will ich hier eigentlich tatsächlich einfach mal raus. Gehe ich in beide Richtungen raus? Ne, natürlich nicht, glaube ich. Was ist da angekommen? Achso, okay, das ist die Citybahn nach Mainz. Prima. Okay, dann lass uns hier mal ein bisschen zu Werke gehen. Ich möchte einfach erstmal nur hier ein paar Schienen ziehen. Warum? Weil man hinterher dann halt eben Layouts davon leichter abteilen kann. So. Ups. Los hier, locker bleiben, so. Dann nehmen wir auf jeden Fall dieses erste Gleis schon mal wieder weg, sodass die einerseits durchaus parallel werden, andererseits. Zumindest, ja, das kriegen wir. Die kriegen wir in den Bahnhofsbereich rein. Das ist gut. Weiche raus. Komm schon, das kann noch nicht zu. Wahrscheinlich schon. Was gebe ich jetzt um so eine schöne fertige Gleishafe? Ah, das wäre schon was. Macht aber auch nichts. Kriegen wir schon irgendwie zusammengedengelt hier, oder? Ja, gelacht, wenn nicht, siehst wohl. Guck mal, zack. Haben wir hier dann schon mal einen Abstellbereich für ICEs. Wow. Da flog er sonst wohin. Da können wir jetzt schön auch wieder Huge Dragons. Gleisabschlüsse nehmen. Du fährst jetzt da in den Bahnhof, ne? Genau. Da kommt der.
Und da kommt der. Der müsste jetzt hier, das ist super, das gucken wir uns mal gerade mal an. Der müsste jetzt hier mit 250 gleich durchknallen. Wenn ich mich nicht verdaddelt habe, heißt das. Alter, der macht richtig Kohle. 500.000 Eier. Da sind noch 12 Passagiere wieder drin. Das ist unglaublich. So, und da kommt der hier jetzt. Genau. Wenn wir jetzt nichts falsch gemacht haben. Genau, geht er über die Weiche auf das Durchfahrtsgleis. Fährt durch den Bahnhof durch. Und wer sonst, biegt er dann nämlich hier links ab und geht da auf das Durchfahrtsgleis. Sehr, sehr cool. So, dann haben wir hier jetzt halt eben entsprechend noch die Abschlüsse. Und da würde ich sagen, ich hoffe mal, ich habe das Gleis lang genug gemacht. Was ziemlich dusselig, ich hätte nämlich eigentlich drauf achten können, ne? Naja. Raus. Ja, ich weiß, du bleibst wahrscheinlich deswegen da stehen, weil da keine Signale sind und das Gleis ist erstmal für dich augenscheinlich gesperrt. So, wie sieht's aus? Da kommt er. Jetzt mal ganz schön nah ran. Nein! Oh. Danke! Das soll ich verwalten. Linie 9, kommst wieder raus. Na gut. Oh. So. Mann, das gibt es doch nicht. Unglaublich. So, da haben wir hier jetzt einen ICE stehen. Will ich da noch einen zweiten haben? Ist eigentlich Blödsinn, ne? So viele Fahrzeuge hat die Deutsche Bahn gar nicht. Das kann ich tun. Ich muss nur das Signal ein bisschen weiter nach vorne setzen. Sonst wird das, glaube ich, nichts mit der Länge. Nee, 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 nicht abreißen. Bauen sollst du bauen. So. Kaufen, Linie 9, raus mit dir.
steht das hier auch nicht identisch rum. Das finde ich auch ganz super. So, und dann haben wir hier nämlich jetzt die Fahrzeuge. Prima. Okay. Gut. Oder nicht gut. Wie auch immer. Immer wieder schön. Ah, herrlich, ich mag das. So, dann werden wir hier jetzt mal sehen, dass wir noch ein bisschen weiter abbiegen. Hm? Was zur Hölle? Was tust du da? Was war das? Warum tust du das? Lass es doch einfach sein. Okay, so, jetzt haben wir da halt eben so ein bisschen einen Lokschuppen noch mit dran, was eigentlich gar nicht so falsch ist. Da können wir auch nochmal was kaufen. Da hätte ich gerne was Dieseliges. Genau. Dann nehmen wir dich mit dazu. Das Geniale ist, ich fahre ja regelmäßig nach Dortmund für meine Arbeit. Und das Spannende an der Ecke ist, dass ich festgestellt habe, dass in Hamm-Westfalen noch eine V200 steht, die wohl auch dort entsprechend noch zumindest, was weiß ich, zum Verschieben oder sonst was irgendwie genutzt wird. Fand ich ziemlich cool, das Ganze. Und hab da dann halt eben, gucke ich dann immer ganz gerne. Wie soll es auch einer sein, ist ja klar.
Und das ist dann halt eben eine Nummer, die mir persönlich dann auch immer sehr viel Freude macht, wenn ich dann diese Lok da noch stehen sehe. Boah, ich gast aber an hier. Meine Herren, so. Mein Bester, zurück ins Depot. So, und jetzt steht sie hier dann natürlich auch. Super. So, das will ich alles allerdings nicht so grasgrün lassen. Da wollen wir jetzt mal schön ein bisschen was malen. Malen. Okay. Nicht so ganz, würde ich sagen. Wo sind die restlichen Kiesgeschichten? Genau, ich habe jetzt hier auch noch die Geschichten aus den US-Assets mit integriert, was sehr schön ist, weil das ergibt nochmal zusätzliche Möglichkeiten, da etwas zu erledigen und dann schön an dieser Stelle auch noch mit dann zusätzlichen Farbtexturen noch zu arbeiten. Also das wird schon noch ganz schick. Nicht ein doof. Kies 3 ist es schon, ne? Oh, Kies 3. Oh. Dicken Pinsel drüber hier. Wenn so ein Ding mal liegen bleibt, ja, ist ja auch kein Wunder, da muss man dann doch nochmal irgendwo einen Dieselok haben, um das Ding dann wegzuziehen, ist ja logisch. So. Okay, prima. Gucken, hier ist auch überall noch so ein bisschen Gras. Büschelig, das gefällt mir, wunderbar. Ja. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Das werden wir dann auch so lassen. Und dann würde ich sagen, ist das jetzt hier auch erstmal so prinzipiell so ein kleiner Anfang gewesen. Da wollen wir dann auch nochmal eine Runde weitermachen. Na? Ja, da kommt noch ein Passagier hier ums Eck. Richtig schön. Wunderbar. Gut, dann werden wir uns aber einmal hierhin begeben, was wir heute so gebaut haben. Und ich glaube, ich stelle mich tatsächlich mal eher zu der Kiste, obwohl die ist auch ein bisschen laut, ne? Ich meine, das Soundset ist schon geil. Kannst du nichts machen. Ja, kannst du nichts sagen. Das ist schon wirklich cool. So, okay. Doch, doch. Hier bleiben wir jetzt erstmal stehen. Und an dieser Stelle möchte ich mich für euer Zusehen bedanken. Wir werden das hier jetzt noch ein bisschen ausbauen. Ich will halt eben noch ein Areal hinstellen, wo wir die Möglichkeit haben, vielleicht noch ein paar Güter hinzustellen und so weiter. Das muss ich nochmal gucken, wie wir dann hier unter Umständen aus dem Areal rauskommen und die Schnellfahrstrecke kreuzen. Ich hätte ja nicht übel Lust, eine Unterführung zu machen oder irgendwie sowas. Da muss ich mir nochmal was ausdenken. Aber das wird sich dann halt eben entsprechend zeigen, weil hier soll natürlich halt eben der Schnellverkehr im Vordergrund stehen. Und da werden wir halt eben nochmal was irgendwie Schickes basteln. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie wir das machen werden, aber kommt Zeit, kommt Rat. Vielleicht habt ihr auch eine ganz spannende Idee. Ich bin immer offenen Ohres an dieser Stelle. In diesem Sinne,
Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Bis denn. Ciao.